guten Morgen, die Sonne hat soeben hier drüber geblinzelt und scheint schon ins Auto. Ich glaube, jetzt können wir die Heizung abdrehen. Die Sonne scheint ins Gesicht, es ist sehr, sehr mild draußen. Ich kann die Tür offen lassen, sich strecken, frische Luft genießen. Und durch die Heizung ist auch nichts kondensiert aus den Fenstern, also obwohl wir eben drinnen geschlafen haben. Aber es ist auch voll hell. Einfach rundherum kommt Licht rein. Naja. Oh, und wieder zurück. Und da an dem Brett haben wir noch sowas befestigt, dass man sich eben nicht so die Finger einzwickt. Und diesen Tipp hat uns die Alex gegeben. Wir haben jetzt noch abgewaschen und machen uns jetzt auf den Weg nach Bukarest. Dani probiert gerade, wie es wäre, wenn wir über den Schnee fahren würden. Da ist aber noch immer zu viel Schnee. Ja, also auch nach einer Denkpause. Wenn wir das nicht fahren. Ist ja schon cool. Aber das ist so schräg. Und wenn wir da einmal rutschen, dann sind wir in der Waldflanke. Ja, dafür ist sie ja da. Ja. Besser ist sie ja nicht da. Irgendeinen Sonntagsferien-Ausflugsort geraten. So viele Leute. Da gibt es einen Radfahrstreifen, aber der ist so schmal. Also wenn ein Auto genau da dran fahren würde, dann würde das Rad keinen Platz haben. Aber es gibt da. Ja, ja, gut gemeint. Der Schlafplatzsuche. Es ist so hell, aber es ist wirklich schon 5:30. Ja. Und es ist heute richtig heiß geworden. Aufgewacht sind wir ja auf 1700 Meter und es war noch recht frisch. Und jetzt hat es gefühlte 30 Grad. Und ich glaube, dieser plötzliche Temperaturanstieg hat uns ein bisschen erdrückt. Aber es geht jetzt wieder. Wir haben ein bisschen Pause gemacht und jetzt sind wir gleich am Schlafplatz. Wir haben einen Platz gefunden und schon das Dachzelt und das Tarp aufgebaut. Und das ist jetzt richtig schön und entspannend und schattig. Ja, das Tarp war schon eine gute Idee. Weil zum Filmen schneiden braucht man ja Schatten. Und das ist jetzt schon super. Scheiß jetzt Uhr so. Setz dich gescheit hin. Wir haben gerade geduscht und Haare gewaschen. Und wir haben uns wieder in die Faltschüssel gestellt, weil das einfach so praktisch ist. Weil dann die Füße nicht gatschig werden und noch dazu gewärmt werden vom warmen Wasser. Und es funktioniert echt super geil. Aber generell ja, das Duschen, das ist so. Also Duschen und frische Sachen anziehen, das ist einfach wie, keine Ahnung, wie von neu wegfahren. So dieses, ja, Lebensqualität fängt wieder von neu an. Das ist so schön. Ja. Und wie das so ist am Abend bei warmen Temperaturen, alles voll von diversen Insekten, die alle ins Zelt wollen. Und ganz viele davon wollen Karins Blut. Die Frösche und Kröten rund um uns herum sind sehr, sehr laut. Aber es ist so interessant, es live so laut und nah zu hören, was für verschiedene Laute sie machen. Der Mond geht gerade knapp über dem Horizont auf. So schön. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Mittlerweile ist ein Tag vergangen, den wir quasi privat in Bukarest verbracht haben und Video geschnitten haben. Und für uns geht es heute mehr oder weniger direkt nach Varna in Bulgarien, wo wir auf Karins Mama treffen werden und ein paar Tage mit ihr gemeinsam verbringen werden.
Die Vorrangstraße sieht aus wie ein tanzendes Maxal. Aber das waren so... Boah, ist das arg. Das dürfte über die ganze Böschung da geratet sein. Einfach gerade drüber. Oh mein Und Gott. Dann einfach da reingekippt. Aber so wie die Markierung ausschaut, haben sie den neu gemacht. Weil schau, das geht rechts, da haben sie da was dazu gebaut. Ja, der kannte vielleicht die Strecke und wusste, dass da kein Kreisverkehr ist. Ja, und jetzt war da auf einmal einer. Wir haben jetzt die letzten 1500 Kilometer keine wirklichen Touristen gesehen und das ist das erste Wohnmobil, das wir seit langem sehen, aus Großbritannien. Und wir sind jetzt bald an der rumänisch-bulgarischen Grenze. Das ist ein Wiener. Für uns ist ein Auto aus Wien, ja. Wir mussten jetzt noch ein paar Euro Brückentaxe zahlen und jetzt fahren wir auf einer Brücke über die Donau von Rumänien nach Bulgarien. Bei der letzten Reise haben wir ziemlich lange an der Grenze gewartet, um eine Vignette zu kaufen. Aber seit 1. Januar 2019 gibt es nur noch die E-Vignette und die kaufen wir jetzt ganz einfach übers Handy. Bessern Sie die Löcher in der Straße einfach so aus, ohne Achtung Baustelle, ohne Beschränkung. Das ist einfach so, yep, we are working here, deal with it. Aber immerhin, Sie bessern die Löcher aus. Da ist gerade ein Hund über die Straße gelaufen. Und wir haben jetzt eine Dashcam und mit der konnten wir das dann noch speichern, weil sowas kann man ja nie filmen. Und das ist irgendwie voll cool, dass wir jetzt auch so Sachen, die unvorhergesehen passieren, aufnehmen können. Ja. Und wir sind schon ganz in der Nähe von meiner Mama. Wir kommen gleich an. Der parkt sehr abenteuerlich. Aber wieso? Ich muss auch was drunter machen. Ja, das wird mehr Sinn machen, ja. Cool, kreativ. Ja, da ist sie schon. Das ist so ein Bauernhof, so eine Straußenfarm. Aber ein Volontier. Ja genau, da arbeitet meine Mama jetzt für 2 Wochen, damit sie uns noch treffen kann, weil sie sieht ausgegangen ist. Oh. Juhu. Das sieht ein bisschen so aus, als würde gleich ein Gewitter kommen als Begrüßung. Aber zuerst mäht die Karin noch unseren Schlafplatz. Das ist quasi die erste Aufgabe, die wir auf der Farm haben. Was tust du, Karin? Oh, ich nehme gerade im ersten Leben meines, im ersten Mal meines Lebens ein Huhn. Schau mal, wie süß das ist. Das ist ja unglaublich. Hallo. Wow. Wenn man die Flügel schön zuhalten, ja, dann tun sie sich nichts. Also es ist ja eine Straußenfarm. Das sind Straußeneier und das werden wir heute zum Abendessen mit anderen Sachen. Und ich weiß, dass die Schale sehr dick ist. Also man kann es sicher nicht so schlagen wie ein normales Hühnerei. Ich glaube, ich werde ein Loch reinschlagen und es dann rausnehmen lassen. Ja, probieren wir. Karateschlag. Ja, okay. Und die Straußen, wenn sie zur Welt kommen, ja, die becken das nicht auf. Das ist. Ja, das ist sehr dick. Das ist auch eine Membran noch innen drin. Das heißt, auch wenn es beschädigt ist, kann man es noch lang essen. Also kann man es noch lang. Und die Babys machen sich ganz breit und dann sprengen sie das ein. Darf ich auch eins brechen? Ja, sicher. Wow. So, jetzt raus damit. Jawohl, Eierspeis. Wie 25? Wie 25 Eier? Oh mein Gott! Wir sind ja 4 Leute, die essen. Ja. Für jeden 6 Eier. Boah, das ist riesig. Okay. So laut, wir sitzen da in so einer Blechhütte und alles trommelt einfach dran. Sie ist eine
nur lauter Percussion Show. Und es ist so ein großer Hagel gerade. Und ich habe gerade mit ihm einen Rundgang gemacht, um zu schauen, ob es allen den Sträußen gut geht, und es geht allen gut. Dann haben wir noch die Jüngsten in den Stall gebracht und jetzt ist eben so ein toller Sonnenuntergang. Es ist voll unglaublich jetzt nach dem Gewitter. Das schaut so magisch aus. Wärmeverluste, ne? Gut, wir werden es jetzt umpacken und das Dachzelt aufmachen und dann schlafen gehen. Gute Nacht. Wir sind jetzt auf der Greenbird Farm bei Varna in Bulgarien. Dort war die Lucia jetzt schon eine Woche und wird noch eine Woche dort sein. Die letzte Woche werden wir gemeinsam mit ihr verbringen. Und die Lucia hat das eben über Workaway gefunden und da können sich eben Freiwillige aus der ganzen Welt bewerben. Und der Deal ist eben, man arbeitet so circa 5 Stunden am Tag und dafür sorgen sie für Kost und Logis. Während wir hier sind, werden wir auch mitarbeiten. Die tägliche Aufgabe ist zum Beispiel, Tiere aus ihren Behausungen herauszulassen. Es gibt Hühner, Enten, Hasen, Truthähne und verschiedenste Vögel. Und dann eben auch sie am Abend wieder hineinzubringen in den Stall. Und das in den Stall hineinbringen ist natürlich viel schwieriger, als sie herauszulassen. Dann haben sie aktuell 2 Babykatzen und die muss man 4-mal am Tag füttern, aber das ist der Karin ihre allerliebste Aufgabe. Und das große Ding auf der Farm sind eben die Sträuße, die muss man auch am Abend hineinbringen in den Stall und sonst eben immer zwischendurch mal schauen, ob es neue Eier gibt. Und da muss man eben schauen, dass man den männlichen Strauß, der eben natürlich sein Revier verteidigen will, ablenkt. Und dann geht einer kurz ins Gehege, holt das Ei und es ist immer ganz spannend, ob es der männliche Strauß dann eben eh nicht mitbekommt.